Hi, Bastian, mit der Fortsetzung der Blogreihe und Vlogreihe Selbstanalyse selbstbeschränkender Persönlichkeitsprogramme. Nach dem letzten Teil, der ein kleiner Exkurs war in die gesamtweltgeschichtliche und politische Situation, die Wirtschaftssituation, das System, also das wir Menschen kreiert haben, dass wir aus unserer Situation hier auf diesem Planeten Erde gemacht haben, in Bezug auf die persönliche Eigenverantwortung, die persönliche Selbstanalyse und die persönliche Entwicklung. Also das, was wir uns selbst als Mensch, als Individuum gestatten, zu sein und zu werden, geht es jetzt hier wieder ein wenig mehr auf die ganz persönliche Ebene. Und auf dem Weg der Analyse der ganz persönlichen Mind-Programme, Bewusstseinsprogramme und Strukturierungen, die mich beschäftigen, die mich mitgestaltet haben, die ich erlaubt und zugelassen habe, als Teil meiner Person, meiner Persönlichkeit. Und jetzt möchte ich zunächst in diesem Bezug darauf eingehen, was denn eigentlich gemeint ist mit Selbst. Vor allen Dingen in Bezug auf die Begriffe Selbstbewusstsein, Selbstehrlichkeit, Selbstanalyse. Und hier ist natürlich wichtig, dass man differenziert zwischen dem, was man als Selbst verstehen könnte und was hier tatsächlich mit Selbst gemeint ist. Ich fange vielleicht an damit, was man unter diesem Selbst verstehen könnte. Man könnte unter diesem Selbst darunter verstehen, dass mit Selbst das gemeint ist, was ich glaube zu sein. Also was für eine Person ich glaube zu sein, so wie ich mich hier und jetzt akzeptiert habe. Ganz dogmatisch sozusagen. Das, was ich hier jetzt in diesem Moment empfinde, meine Reaktion, meine Gefühle, meine Wünsche, meine Vorstellungen, all das, dieser Haufen von inneren Aufgewühltheiten, von versteckten Ängsten, verborgenen Befürchtungen, von ja, die Agenda, die ich vielleicht habe für mein Leben, die Vorstellung, die ich mir von meinem Leben gemacht habe, wie mein Leben aussehen sollte, all das unhinterfragt, einfach so akzeptiert, wie es jetzt hier ist. Das ist ja die Persönlichkeit, das ist ja das, was ich wirklich bin, hier und jetzt. Ob es wirklich das ist, was mein Selbst ausmacht, also man könnte sagen, das Subtilste meiner Existenz, also das, was ich als menschliches Wesen eigentlich repräsentiere. Man könnte sagen, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, ein neugeborener Mensch, der frei ist von diesen Bewusstseinsprogrammen, von den Manipulationen, Beeinflussungen, der diese Welt wahrnimmt in einer Weise, dass er alle Informationen, alles, was er erkennt, aufsaugt wie ein Schwamm. Diese natürlich dann strukturiert werden durch sein Bewusstsein, durch seine Wahrnehmungsfähigkeit. Aber das, was das Selbst dieses Neugeborenen ausmacht, diese Existenz, ja, mit dem Potenzial des Bewusstseins selbstverständlich und das, was es anrichten oder was es bewerkstelligen kann, das ist dieses Selbst, was hier gemeint ist, nämlich das unbeeinflusste, das unmanipulierte, das nicht programmierte, eigenständig kontrollierte und wahrgenommene und auch verstandene Selbst. Natürlich ist dieses Bewusstseinsprogramm, diese Akkumulation von emotionalen Schlüsselmomenten, von Erfahrungen, Erlebnissen, Gedanken, Bildern. Natürlich ist das alles da und es gehört ja auch zum Menschsein dazu, dieses Bewusstsein. Und es ist ja auch notwendig für so viele nützliche Dinge. Aber es ist eben nicht das ureigenste Selbst der eigenen Existenz. Das ist gar nicht esoterisch oder religiös gemeint, sondern das ist ganz pragmatisch, hier und jetzt da, in dem Moment, in dem ich einatme und ausatme, ohne mir über dieses Atmen Gedanken zu machen, ohne mir über diese Situation, in der ich mich befinde, mein Umfeld Gedanken zu machen, ohne Urteile zu fällen, ohne zu überlegen, was mache ich hier, was kann ich tun, was könnte mir ein gutes Gefühl verschaffen oder ähnliches. Das ist dieses Selbst und das Selbst ist eben das, was
uns alle eint, was uns alle zu einem macht, was diese Gleichheit bedeutet, von der ich eben auch spreche. Die Gleichheit des Grunddesigns des menschlichen Lebens. Und alles, was später dazukommt, ich fange an mit den Ängsten, weil das in unserer Welt nun mal leider oder nun mal so ist, ganz wertfrei, dass die Ängste als allererstes in uns eingepflanzt werden. Befürchtungen. Was solltest du nicht tun? Was solltest du meiden? Was ist gefährlich? Was kann deinen Wohlstand gefährden? Was kann deine Karriere, deine Entwicklung, dein Stand, dein Status in dieser Gesellschaft gefährden und so ähnliches? Alles das, was dazu kommt, was du innerhalb deiner Entwicklung an Erfahrungen machst, die Emotionen und was du mit diesen Emotionen verknüpfst, welche Momente, welche Erlebnisse, was du abspeicherst an Bildern in deinem Hirn oder in deinem Bewusstsein. Ich möchte jetzt nicht von Hirn sprechen, weil man das immer so zentriert auf das Hirn, als ob da sich alles sammelt und alles andere ist nicht so wichtig. Aber man sagt es eben so, was du alles in dir speicherst, was du eigentlich in deinem gesamten Organismus, in deiner ganzen Existenz speicherst, in deinem Verhalten, in deinem ganzen körperlichen Auftreten. All diese Dinge, die später hinzukommen, sind ein Konstrukt, das du mitgestaltest. Das ist nicht das, was im Kern dein eigentliches Selbst ist. Und dieses Selbst, das eben uns alle gleich macht, das uns allen zu eigen ist, das ist gemeint, wenn ich hier spreche von Selbstanalyse, von Selbstbewusstsein und auch von meinetwegen Selbsterkenntnis. Natürlich gehört zu diesem Selbst hier und jetzt dieses ganze Konglomerat an multidimensionalen Verstrickungen des Bewusstseins dazu. Deswegen ist die Selbstanalyse ja die Analyse eben dieses Konstrukts und dieses mentalen, geistigen Gebildes, das verknüpft ist mit der Körperlichkeit und mit meinem ganzen Verhalten, meinem ganzen Dasein, meiner ganzen Existenz. Ja, das muss man sich, das sollte man sich, wenn man daran Interesse hat und dem mit Interesse folgt, klar machen, dass hier keine Missverständnisse aufkommen. Denn auch die Selbstachtung und eben auch das Selbstbewusstsein ist ganz, ganz elementar in dem, was ich hier erzähle, das Selbstbewusstsein des Lebendigen, des grundlegenden, puren Lebens, das eben eine Einheit bildet, eine Gemeinsamkeit, eine Gemeinschaftlichkeit möglich macht, die all diese Konflikte und gewalttätigen Probleme, Auseinandersetzungen, all den Missbrauch des Lebens und des Lebendigen, des organischen, physischen beseitigen könnte. Diese Erkenntnis der Einheit, der unabdingbaren Einheit und Interkonnektivität des Lebens an sich. Das vielleicht mal zur Begriffsklärung vorweg. Denn es kann nicht darum gehen, dass Selbstbewusstsein bedeutet, dass ich diese Imagination, dieses Image von mir selbst als einer Persönlichkeit, von all dessen, was ich angehäuft habe in meinem Bewusstsein und damit in meiner Körperlichkeit gespeichert, sich manifestiert, als dieses selbstbewusste Ding durch das Leben trage. Denn das Problem, die Problematik dabei entsteht dadurch, dass ich gar nicht wirklich verstehe, gar nicht wirklich selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Einfluss genommen habe auf die Entstehung dieser Persönlichkeit. Denn das wird uns eben nicht beigebracht. Niemand erzählt uns, wie wir uns selbst verstehen können. Wir wachsen mit unseren Gefühlen, Reaktionen und Emotionen auf, als wären sie alternativlos gottgegeben, schicksalsgegeben, ganz natürlich einfach da und müssten so, wie sie sind, von uns akzeptiert werden. Das ist natürlich vollkommen gegen jeden gesunden Menschenverstand zu glauben, dass eine Emotion
dogmatisch wäre, dass sie festgelegt wäre. Eine emotionale Reaktion kann von Moment zu Moment und von Tag zu Tag auf dieselbe Situation vollkommen unterschiedlich sein. Das heißt, es hat nichts damit zu tun, dass diese emotionale Reaktion ein festgelegter Wert wäre, der einfach so akzeptiert und angenommen werden müsste. Und diese Veränderlichkeit, auch von Mensch zu Mensch, aber nicht nur da, sondern auch in einem selbst, verändert sich diese emotionale Reaktion auf bestimmte Momente immer mit sich verändernder Erfahrung. Und diese Erkenntnis oder diese Einsicht, dass eben das keine feste Struktur hat, dass es keine feste, unabdingbare, alternativlose Tatsache ist, dass ich so bin, dass ich nun mal emotional so reagiere auf bestimmte Dinge, die fußt eben darin, dass die Emotionen selbst geschaffene und akzeptierte und selbst zugelassene Programmstrukturen werden in unserer Persönlichkeit. Und da spielt es dann für uns keine Rolle mehr, ob sie schädlich sind, ob sie missbräuchlich sind, ob sie anderen Menschen schaden, ob sie uns selbst behindern und schaden. Wir glauben, dass wenn wir nur selbstbewusst genug sind, können wir unsere Persönlichkeit, so destruktiv sie auch sein mag, sage ich jetzt mal, schon durch dieses Leben boxen und werden damit dann auch noch Erfolg haben. Das geht natürlich nur mit brachialer Gewalt. Und damit ist jetzt nicht nur physische Gewalt, sondern auch psychische Gewalt, Manipulation, Hinterhältigkeit gemeint. Und so sieht ja unsere Welt auch vornehmlich aus, wenn wir das mal betrachten. Ob das eben gesamtpolitisch ist, ob das auf hoher Ebene ist, die auf umfassender Ebene oder ob das eben auf persönlichen sozialen Interaktionen beobachtet wird. Man kann das überall sehen, dass kaum jemand es auch nur wagt, sich selbst zu hinterfragen, Fehler einzugestehen, Fehler zu korrigieren vor allen Dingen auch. Ja, selbst wenn ich einen Fehler in meinem Verhalten erkenne, der immer wieder zu schädlichen oder schlechten Resultaten führt, dann versuche ich natürlich alles, um den Grund für das Fehlschlagen dieser Versuche anderen Umständen zuzuschreiben. Ja, anderen Menschen, dem Verhalten anderer Menschen oder eben den Umständen, den äußeren Umständen, in denen das Ganze stattgefunden hat. Aber kaum jemand ist wirklich in der Lage, offen zu analysieren und zu hinterfragen, ob in seinem Verhaltensmuster, in seinen Reaktionen vielleicht irgendetwas nicht stimmen könnte. Ja, und nur zu gern haben wir als Menschen, so haben wir uns erst einmal eine Meinung gebildet zu irgendeinem Thema, sind wir erst einmal emotional eingestellt oder eingestimmt zu irgendeiner Thematik, krallen wir uns daran fest. Ja, wir wollen das festhalten, diesen Glaubenssatz, diese Meinung. Ja, eine Meinung ist nichts weiter als ein Glaubenssatz, solange nicht unbestritten alle Menschen mit gesundem Menschenverstand über eine Thematik in einer Sache zustimmen können. Und zwar gemeinsam, egal wie die Interessenlagen sind. Dann, solange ist alles, was davon abweicht, von diesem Fakt, über den alle übereinstimmen können, alles andere eine Meinung. Und eine Meinung ist zunächst mal irrelevant für die Wirklichkeit, weil die Wirklichkeit eben dieser Fakt ist, diese Tatsache darstellt. Und die Meinung, an der man sich dann aber festkrallt, die wird dann gestärkt dadurch, dass andere auch überzeugt werden, sich an dieser Meinung festzukrallen. Und man spürt darin schon diese Sehnsucht nach etwas Beständigem, nach etwas Feststehendem, das einem Selbstbewusstsein gibt. Ja, und dann vertritt man diese Meinung, egal gegen welchen Widerstand, und auch gegen den Widerstand des Lebens selbst und der Wirklichkeit und der tatsächlichen Wirklichkeit der Fakten, die offensichtlich und erkennbar vor einem liegen. Man versucht, diese Meinung zu verteidigen und wenn notfalls mit Gewalt. Und das wird eben auch getan, immer wieder. Man wird versuchen, andere zu hintergehen, andere zu belügen, anderen etwas vorzutäuschen und man täuscht sich selbst natürlich etwas vor. Nämlich eben diese Beständigkeit, nach der man sich sehnt, diese Festigkeit. Ja. Denn das ist natürlich nur eine Illusion. Sie wird sich auflösen und diese Unsicherheit, die innere Unsicherheit darüber besteht immer weiter, weil man natürlich weiß, dass es sich lediglich um eine Meinung handelt und nicht um die Wirklichkeit. Und das, was man dann mit
brachialer Gewalt auf allen Ebenen nach außen zu tragen versucht und zu vertreten versucht, ist nichts anderes als ein Selbstbetrug. Es ist eine Lüge und sie zeugt von enormer, tiefer, tiefsitzender Unsicherheit. Eine Unsicherheit über die eigene Identität, das eigene Selbst, das eigene Selbstbewusstsein, weil es eben keins ist. Es erscheint wie welches, weil wir in unserer Kultur, in unserer Welt, durch diese Programmierung, die wir erfahren in unserer Entwicklung und durch das Lernen von anderen, glauben, dass ein Auftreten mit überheblicher Attitüde, mit auch Gewaltbereitschaft und mit Ignoranz gleichzusetzen wäre mit Selbstbewusstsein. Ja, das ist natürlich ein fataler Irrtum, denn je mehr diese Verhaltensweisen eines Menschen nach außen treten, je lauter ein Mensch ist, je brachialer er ist mit seinen Versuchen der Argumentation, je mehr er versucht, andere zu überzeugen von seiner Meinung, desto größer ist in aller Regel die Unsicherheit, die diesen Menschen plagt. Deshalb ist es, oder war es mir wichtig, hier nochmal darauf hinzuweisen, dass es bei dem Begriff selbst nicht um die Persönlichkeit geht, nicht um das Ego, was auch ein viel verwendeter und vielleicht auch abgeschmackter Begriff sein mag, aber das Bild, das man von sich selbst hat, aufgrund dieser Emotionalität, die man selbst noch nicht versteht oder die man noch nicht genügend hinterfragt hat, aufgrund dieser Ansammlung von vernetzten Erinnerungsmomenten, Erfahrungen und Erlebnissen. Dieses Bild ist eben dieses Ego, und das Ego versucht man mit allen Mitteln zu verteidigen, weil man einen Identitätsverlust befürchtet, wenn die Grundfesten dieser Ideologie vom Selbst, dieser Fantasie erschüttert werden sollten. Und werden sie erschüttert, dann reagiert man natürlich mit Arroganz, mit Ignoranz und Ablehnung, weil man weiß, benutze ich den Verstand, zu dem ich ja durchaus fähig bin, dessen Nutzung ja auch durchaus angeraten wäre, dann erkenne ich selbst, dass irgendetwas mit dieser Struktur, mit der Scheinlogik in dieser Gedankenblase, die ich mir von mir selbst gebildet habe, nicht stimmen kann. Und das muss ich natürlich vermeiden. Und da sind wir wieder bei der Angst. Die Angst vor dem Identitätsverlust, dem Statusverlust. Deswegen ist ja in unserer Welt auch Status und Anerkennung und wie werde ich von anderen gesehen, so enorm wichtig und hat so einen hohen Stellenwert. Das ist ja nicht von ungefähr. Das hat auch keine fremde Macht und das haben auch keine Illuminati uns eingepflanzt. Das ist einfach ein Substrat dieser Selbstverlogenheit von uns allen. Ja, weil wir das alle selbst uns erlauben und zulassen. Und was soll daraus denn für ein soziales System entstehen, wenn nicht ein Verlogenes, das eben auf diesen Prinzipien des Selbstbetruges und der Abhängigkeit von äußeren, fadenscheinigen Strukturen und Systemen abhängt. Gut, so viel erstmal zu dem Begriff des Selbst und des Selbstbewusstseins, Selbstanalyse. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Vlog. Weiter geht's.